Wir haben ein Konzept gemacht für diese Ausstellung, ganz einfaches, ein ganz klares Konzept, in dem wir mehrere Gruppen, die entstanden sind im Laufe von 50 Jahren, zusammenfassen und diese Gruppen hier ausstellen. Und ich sehe, dass das funktioniert. Ein Modell ist ja so eine Sache, aber hier im Original sieht man, dass diese Arbeit für diese Ausstellung sinnvoll war. Also ich muss sagen, ich finde diese Ausstellung wirklich ungewöhnlich, ganz ungewöhnlich. Also die ist einfach anders als alles bisher. Und der Einstieg, da vorne die alten Bilder, man sieht das, man sieht die Vergangenheit. Und natürlich überdimensioniere Erinnerung, in dem Fall Erinnerung, meine Schwester und ihre Freundin auf dem Dorfplatz. Sie würden sich darin nicht erkennen, aber in meiner Erinnerung ist dieses untergehakelt Gehen der Mädchen über den Dorfplatz am Wochenende. Und die habe ich da untergebracht, also sowas. Oder im anderen Raum steht da ein Selbstporträt von mir mit meiner Frau untergehakt. Ausstellung, was für mich selbst sehr interessant ist, kann man sehen, dass von einem Adler der erste verkehrt rum, sehr naturalistisch, postkartenähnlich, realistisch gemalt mit Himmel und dergleichen, bis zu den vom letzten Jahr ein ziemlich weiter Weg ist. Und man kann auch sehen, dass das ein glücklicher Weg ist, der da zurückgelegt worden ist. Denn es ist nicht so, dass ich jetzt festgehalten hätte an diesem ersten Modell, sondern es gibt wirklich interessante, hochpotenzierte Versuche danach, die gelungen sind. Bis zu diesen ganz schwarzen Adlern, die im Mittelraum hängen.